Leszek, wir sind hier gerade in der Halbzeitpause des Spiels VfL 2 gegen VfL Stade. VfL 2 hat alle 12 Partien bis jetzt in dieser Saison gewonnen. Sieht ganz nach dem 13. Sieg aus. Die deutsche Nationalmannschaft bei der WM in Serbien hat die ersten 5 Partien gewonnen. Somit eine Parallele. Das ist eine gute Leistung, ne, von beiden, von VfL 2 und von der Nationalmannschaft, über die wir jetzt reden wollen. Also da sollen wir hoffen, dass auch Deutschland nächste 7 Spiele gewinnt. Also vermutlich spielen sie auch Finale und gewinnen Finale. Nein, bis jetzt läuft wirklich sehr gut. Also wir sind alle, glaube ich, sehr zufrieden. Ich habe 2 Testspiele gegen Schweden live gesehen und da konnte mich die deutsche Mannschaft noch nicht so überzeugen. Aber das, was ich in Serbien gesehen habe, das ist schon wirklich eine tolle Leistung. Und ich hoffe natürlich, dass die Mädels weiter sich so präsentieren. Wir sind auch ein bisschen überrascht, positiv überrascht, dass unsere 3 Oldenburgerinnen eine ganz gute Rolle spielen bei der WM. Siehst du das auch so? Wiebke Ketton, Angie Geschke und Anna Lörper, die schon mal zur besten Spielerin des Spiels gewählt wurde. Naja, wir sind natürlich sehr stolz, aber ich habe das schon oft gesagt, dass wir sind zuerst stolz, dass insgesamt 5 Spielerinnen aus Oldenburg in Serbien spielen. Wir sind natürlich sehr glücklich, dass die Mädels aus Oldenburg auch ziemlich wichtige Rolle auch für die Nationalmannschaft spielen, auch wenn sie nicht immer die erste Geige da spielen, hat man Spieler gesehen, wo alle 3 viele Tore gemacht haben, sehr viele Spielanteile gehabt haben. Ja, wir freuen uns. Was ist jetzt von dieser Mannschaft noch zu erwarten? Morgen im Achtelfinale um 17.30 Uhr live auf Sport 1 geht es gegen Angola. Das ist eigentlich ein Gegner, der ist gar nicht so schlecht. Die sind, ich glaube, Dauer-Serien-Afrikameister und haben aber 3-mal jetzt verloren. Einmal gegen Norwegen mit 5 Toren, ich glaube gegen Polen auch mit 9, gegen Spanien mit 9. Das waren die 3 Niederlagen, deswegen Angola 4. Platz. Wie ist das von der Mannschaft zu erwarten? Kennst du die? Naja, von einer Seite natürlich darf man gerade jetzt keinen Gegner unterschätzen, weil jetzt kommt dieses Chaos-System, das heißt, der Gewinner geht weiter. Das, was noch in dieser Gruppenphase möglich war, auch wenn man schlechte Tag erwischt hat, konnte man sich weiter qualifizieren. Diesmal ist tatsächlich so, dass nur der Sieger weitergeht. Aber ich bin absolut überzeugt, dass Deutschland gegen Angola dieses Spiel für sich entscheidet. Ich habe Angola einmal gesehen gegen Polen und diese Mannschaft sicherlich versteht Handball, aber das ist eine Mannschaft, die momentan nicht dieses Niveau präsentiert, die noch bei letzter WM, da sind glaube ich 2 Spielerinnen verletzt, eine Stammtorhüterin ist zu Hause geblieben und wie gesagt, nach dem, was ich gegen Polen gesehen habe und nach dem, was ich von deutscher Mannschaft wieder gesehen habe, kann ich mit großer Überzeugung sagen, dass Deutschland dieses Spiel für sich entscheidet. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir locker mit dieser nächsten Hürde umgehen sollen, aber diese Mannschaft ist wirklich sehr motiviert. Der Bundestrainer hat sehr viele Alternativen und ich denke, aufgrund dessen muss Deutschland als Favorit dieses Spiel spielen und wie ich schon oft gesagt habe, für sich deutlich entscheiden. Zum WM-Favoriten macht das Deutschland aber sicherlich noch nicht, denke ich. Im Viertelfinale würde kommen, wir dürfen ja spekulieren, wir gehören ja nicht zur deutschen Nationalmannschaft, deswegen dürfen wir spekulieren, würde kommen entweder Korea oder Serbien. Gastgeber oder Südkorea, die immer super stark sind, besonders bei Olympischen Spielen, auch mehrfacher Medaillengewinner. Ist gegen solche renommierten Mannschaften Deutschland schon stark genug? Ja, ich glaube, dass Deutschland besitzt sehr großes Potenzial. Aber wir reden über WM, wir reden über Spielsysteme, wo der Sieger geht weiter. Und leider ist es so, dass ab und zu eine schwache Phase oder schlechter Tag natürlich beeinflusst negativ eine Truppe. Wobei ich glaube, dass Deutschland bis jetzt mit sehr vielen Möglichkeiten aufgetreten ist. Und ich denke, dass jetzt kommt wirklich diese Phase, wo wirklich sehr starke Mannschaften gegeneinander spielen. Ich vermute, dass vielleicht Deutschland, und das ist gut so, dass Deutschland nicht zu dieser Hauptfavoritengruppe gehört. Man hat immer gesagt, man soll sich weiter qualifizieren und dann schauen wir weiter. Gegen Angola hoffe ich natürlich, wie ich schon gesagt habe, dass die deutsche Mannschaft dieses Spiel für sich entscheidet. Später Tagesform entscheidet, Einzelleistung. Es gibt natürlich Leistung von Woltering, die bis jetzt hervorragend gespielt hat. Susan
Müller. 45 Tore, Spitze der Torschützen, das ist Susan Müller, Granate. Also, Susan Müller spielt wirklich die beste Wettkampfphase, die ich von Susi überhaupt gesehen habe. Natürlich die Alternativen und andere Möglichkeiten machen. Entschuldigung, aber auf Rückraummitte fehlen Spielerinnen und dann kommt da, wird dann Anna Lorpa ins kalte Wasser geschmissen mit Naizen Vitius zusammen, klappt gut. Naja, kalte Wasser. Anna Lorpa hat über 170 Mal für Deutschland gespielt. Das ist eine sehr hervorragende und erfahrene Spielerin. Man hat gemerkt, dass nach der Verletzung von Wolbold probiert Heine mit Naizen Vitius prinzipiell auf Rückraummitte zu spielen, aber Naizen Vitius und Anna, das sind zwei total unterschiedliche Spielerinnen. Anna macht dieses Spiel sehr schnell. Anna kann selbst viele Zweikämpfe gewinnen und Anna ist unwahrscheinlich wertvoll, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, wo die offensive Deckung zu besiegen ist. Insofern ist das immer eine Alternative. Und hinter Müller ist eine junge Hubinger. Wir haben auch sehr gute Außenspielerinnen, unter anderem unsere Angie. Wiebke hat bis jetzt sehr gute und wertvolle Einsätze gezeigt. Und die ganze Rückraumreihe, das ist die größte Rückraumreihe überhaupt. Das heißt, momentan bei WM, glaube ich, die deutsche Mannschaft hat die größte Spielerinnen überhaupt zur Verfügung. Also wir haben sehr viele Vorteile. Und schöne Perspektiven für wichtige Aufgaben in den nächsten Jahren, der heißen Weltmeisterschaft im eigenen Land 2017 und hoffentlich Olympische Spiele 2016. Wir wollen noch kurz auf die Holländerinnen eingehen. Du hast ja gerade von Rückraum gesprochen. Rückraum bei den Niederländerinnen, das sind Oldenburgerinnen, Lois Abbing und Laura van der Heijden. Ich glaube, die positivste Nachricht nach dem vierten Platz in der Vorrunde ist, das Knie von Lois Abbing hat bis jetzt gehalten. Ja, wir haben vor kurzem ein paar Mal miteinander die paar Informationen ausgetauscht und Lois sagte, dass sie fühlt sich sehr gut, dass ihre Knie ist gesund, dass sie diese Belastung sehr gut bis jetzt ertragen hat. Auch Laura, die gestern auch live gesehen habe, hat super Spiel gemacht, obwohl diese Mannschaft verloren hat, aber die sind weiter und das ist natürlich auch sehr wichtig. Jetzt geht es gegen Brasilien, also das ist einer der von den Hauptfavoriten, würde ich sagen, oder? Ja, wobei wieder, ich habe Brasilien auch vor WM gesehen, wo sie zwei Spiele gegen Polen verloren haben, also das ist auch Mannschaft, die natürlich zwar Stärke hat, aber auch ihre Schwäche und ich glaube, Holland präsentiert immer eine sehr junge Truppe, die sehr moderne, gute Handball spielt. Ich denke, dass da sehr schwierig ist zu sagen, dass Brasilien Hauptfavorit ist. Ich denke, dass man auch mit Überraschung rechnen kann. Aber wer ist denn für dich dann, wer spielt ganz besonders um den Weltmeistertitel mit? Vielleicht deine Polen, im Achtelfinale geht es gegen Rumänien und sag mal eben deine Favoriten. Deutschland hast du ja schon gesagt, wir erreichen das Halbfinale. Ja, ich als Polen natürlich würde ich mich und ich freue mich sehr, dass die Mädels bis jetzt wirklich sehr gute Wettkämpfe gespielt haben. Ich denke aber, dass Norwegen diese Favoritenrolle übernimmt. Montenegro natürlich sollte auch eine wichtige Rolle spielen. Ich bin gespannt, wie Serbien sich weiter präsentiert, weil zu Hause natürlich die Mannschaften sind immer stark. Die haben natürlich sehr viele Unterstützung von eigenem Publikum und dieses Publikum ist da sehr laut. Aber wie gesagt, man soll nicht vergessen, dass Deutschland natürlich auch mit diesen Ergebnissen bis jetzt bestätigt hat, dass die auch gegen jeden Gegner eigentlich gewinnen können. Vielen Dank. Bitte.